Ja, das kommt ungefähr so hin. Gut. Ich fühle mich jetzt direkt wieder so unsicher. So. Okay. Wir rennen ja schon genug Schafe rum, um wieder Wolle zu farmen. Sage ich einfach mal. Ja. Was haben wir jetzt schon wieder für eine unheimliche Musik hier am Start? Also ich könnte jetzt schon wieder direkt losheulen. Wir sollten unbedingt die anderen Ressourcen noch holen. Aber ich baue hier noch ein Lagerhaus. Das ist wirklich geil, dass es hier im Schnee ist. Ich lasse mir das hart feiern gerade. Allgemein so eine Tropenhütte hier schön im Schnee, das wäre eigentlich ziemlich geil. Würde ich feiern. Boah, Minecraft ist als Let's Play an sich schon so ausgelutscht. Das machen schon so viele Leute einfach. Das lohnt sich schon fast gar nicht mehr. Ja, ich habe einige Zeit nichts gesagt, ich weiß. Also nichts Richtiges. So viele Kiddie-Let's Player vor allen Dingen. Mr. Kiddie LP 2013. Gerade erst frisch geboren, schon am Let's Playen. Das kotzt mich an. Oh ja, Alter, endlich mal wieder was Techno-mäßiges. Nicht irgendwie so ein... Meine Güte, ey. Was ich davon immer für Ziehung... Was ich dafür immer für ein Ziehen in den Eiern kriege von so einer Musik, ne? Das wollt ihr gar nicht glauben. So. Also von so einer... Musik. Das ist Etepetete, Alter. Das ist schon fast schlimm. Die Musik grenzt an Vergewaltigung. Oder auch anale Entjungferung an Männern oder sowas, weißt du? Was richtig ekliges, ey. Als wenn du so richtig Poperzen leckerst, Alter. Ich muss mal mehr Tropenholz engagieren, sag ich mal. Organisieren. Gib ihm Homo Promo. Und zwar in Slow-Mo, mein Bro. Ja, ich hab dich auch lieb, das stimmt. Oh yo, Junge, du solltest etwas länger zur Schule gehen als bis zur 8. Klasse. Sonst wirst du ein Rapper, den ich wie Haftbefehl hasse. Oh yo, Haftbefehl ist am Start, okay. Ey, ja, okay. Haftbefehl, ey, oh, Kürbissaft. Ich mach das, was keiner macht. Alles lecker, bischi, Kurdistan. Ach, dann komm ich halt auf die Reeperbahn. Ich bin Mr. Hafti Abi. Hafti Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Hafti Abi. Chill mal, dein Sabi. Du solltest dich hier, Hurensohn. Fick dich doch ins Knie, du bist ein Hurensohn. Auch fick dich doch, Hurensohn. Oh, yo. Hurensohn. Oh, Hurensohn. Haftbefehl, featuring Strafzettel. Oh, okay. Nein, nicht okay. Oh, vielleicht okay. Yeah. Aha, okay. Aha, mhm, ja, mhm, ja, okay, ja, Rip und ich, wir sind die Brüders von die Superstar. Ich rap, weil ich immer bin bei Deutschland, such den Supernah. Bist du Rapper? Machst du auf der Rapperbahn deine Arbeit? Dann kannst du dich selber finanzieren. Kaufst dich Haus und... Drogen nicht, Alter, ist schlecht, Alter. Yeah. Hier ist Haftbefehl, ja Mann, du solltest dich mal umdrehen. Achte auf deinen Arsch und bück dich bloß nicht nach der Seife. Du solltest aufpassen, wenn du im Knast landest. Ach, scheiß doch auf die Schule, nur der Knast macht dich hart. Genau, lass dir ordentlich den Arsch blutig ficken, das macht dir doch Spaß, du Hurensohn. Ey, komm her. Komm her, du Hurensohn. Haftbefehl, bester Mann. Aslak, Biji, Biji, Kurdistan. Das ist das, was wir alle mögen. Hamburger, Ripperbahn. Ey, yo. Ey, yo, Julian. Ey, Julians Block, Hurenschmack, Hurensohn.
Ey, Haftbefehl, kannst du eigentlich noch was anderes sagen als Hurensohn? Hurensohn? Ach so, du verstehst das nicht. Hurensohn? Hurensohn? Haftbefehl, Hurensohn. Ah, ob ich was anderes als Hurensohn sagen kann? Natürlich kann ich was anderes als Hurensohn sagen. Haftbefehl! Yeah. Okay, wir zwei sind die größten Checker. Haftbefehl und der Kretter-Hacker. Wir machen zusammen das Kollabo. Mann, ich war doch gerade so schön mit Haftbefehl am Rappen. Ey, Brudi, kein Problem, Alter. Wir rappen einfach weiter. Der Alter, ohne Scheiß, der Beat ist ja sowas von homosexuell. Alter, ohne Scheiß, der gehört zurück in die Haftbefehl, nur weil du Kurde bist, brauchst du hier nichts gegen Türken sagen. Die sind richtig korrekt. Der Großteil meines Freundeskreises besteht aus Türken. Was, du Hurensohn, Alter, ey? Ich dachte, du wärst Kurde. Habe ich das jemals gesagt? Ey, du siehst doch auch so aus wie der Bruder von Ali. Nein! Ey, ohne Scheiß, Leute, ich war mal im Kiosk, ne? Also, ich wollte euch jetzt ein bisschen was vorrappen. Ich dachte, das trägt zur Unterhaltung durchaus bei. An der Bude. Also, bei uns an der Bude, die jetzt nicht mehr da ist, in der Nähe von der Schule. Da war wirklich mal ein Typ, der meinte so, ey, du bist doch der Bruder von Ali, oder? Und ich sag so, was für ein Ali? Der Typ, der hatte mal die übelsten Probleme. Kioskbesitzer sind ja allgemein so witzig. Witzige Gestalten. Hey, lass uns rappen über Zombies. Oh, jetzt kommt der Steiger. Alter, bester Mann. Ich rappe das, was ich kann. Und dann esse ich Kürbissaft und Ananas mit Safran. Yeah, Haftbefehl, okay. Du solltest nicht zur Schule gehen, wenn du schwul bist, denn dann machen dich die Leute kaputt, bis du halt einfach nicht mehr schwul bist, yeah. Okay, Haftbefehl, yeah. Ah, Biji Biji Kurdistan. Ich geh auf die Reeperbahn, Haftbefehl. Ey, okay. Ja. Eben nochmal durchschnupfen und dann geht's los. Ey, okay. Ja. Nein. Ey. Ja. Nein. Okay. Haftbefehl. Ey. Ah. Und jetzt bist du dran. Yo, ich glaub, dass ich beim Haftbefehl gelandet bin, mein bester Freund. Yo, das ist richtig korrekt. Denn jetzt sind wir beide Fame. Und wir sind... Wer ist schon ein Hurensohn? Ah, das stimmt, Alter. Hurensohn, Hurensohn. Ich sag, du Hurensohn, du bist ein Hurensohn. Jetzt fick dich doch ins Knie, Hurensohn. Ach, komm her. Du solltest nicht Kürbissaft trinken, denn dann ist dein Magen immer noch leer. Das ist unlogisch. Ich weiß. Wer braucht schon Logik, Alter? Es gibt immer in den Knast, Alter, bester Ort. Nein, ich wollte nicht so gerne in den Knast gehen. Ey, was bist du für ein schlechter Rapper? Es gibt auch Rapper, die auch rappen, wie Fahrt. Das, was du machst, ist eigentlich nur Scheiße labern. Ey, Alter, beleidige mich nicht, du Hurensohn. Ach so, du hast das falsch verstanden. Ich versuch's nochmal auf deiner Sprache auszudrücken. Hurensohn, 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 Haftbefehl, Haftbefehl, Hafti Abi, Hurensohn, Kurdistan, Biji Biji, Haftbefehl. Ach so, natürlich, ja, stimmt, okay, Kritik kann ich auch gerne mal haben, aber nicht, wenn mich einer beleidigt, Alter. Cool. So, auf jeden Fall danke, Haftbefehl, dass du dabei warst. Ey, ist immer eine Ehre, Alter, Brudi, bester Mann. Ey, wenn ich gerade mal nicht am Rappen bin, Alter, dann mach ich bei Line Let's Play Speak, Digga, Alter. Ich meine, ist ja das Wichtigste, so direkt am Mann zu sein, Alter. Ich meine, du hast auch so 20 Zuschauer bei Minecraft-Folgen. Da muss ich einfach dabei sein, Alter. Da habe ich immer noch mehr Fans, Alter. Und dann kriege ich mehr Likes auf YouTube, auf Facebook und weiß ich auch nicht. Ja, genau. Okay. Jetzt machen wir noch andere Tracks, dann rappen wir nochmal. Nochmal? Ich habe da schon gar keine Lust mehr drauf. Ach komm, bitte, Alter. Ey, sei kein Hurensohn, du Hurensohn. Ja gut, ich guck mal, was ich finden kann. Ah, guck mal, guter Beat, Alter. Hey, ja, Haftbefehl ist wieder da. Ah, Haftbefehl ist an diesem Haus. Dann gehen wir gleich Schafe schlachten und weiden die Gedärme aus. Haftbefehl, hier gucken auch Kinder zu. Ach ja, stimmt, genau, sorry. Ja, keine Ahnung, aber ich mach einfach, was ich will und so. Hey, okay, ja,
Ja, Oder auch nicht. Ja, Ja, Haftbefehl, okay. Ey, du solltest immer zur Schule gehen. Denn das ist dein einziger Ort, wo die Lehrer dich arbeiten sehen. Arbeite für deine Zukunft, Brudi. Lass die Finger vom Rauchen, von Koch und Whisky. Du solltest auf dein Leben achten. Mach nicht so eine Scheiße, sonst musst du unter der Brücke übernachten. Yeah. Oder mach Mafia-Style, großes Geld, kleine Welt. Dann bist du der Big Boss und die anderen sind Little Rotz. Ey, yo. Ah, jetzt bist du dran. Ey, yo, ich find's geil. Ich würde da am liebsten direkt ich kann nicht rappen, hab ich euch das schon mal gesagt? Ey, komm, Brudi, du kannst das, Mann, Alter. Sogar ich kann rappen. Ja, das stimmt leider. Okay. Yo, wir gehen die Schafe killen und dann sind wir unterwegs im Dschungel. Yeah. Und wir sind den ganzen Tag am Schuften, Ernten, Blumen und was auch immer. Wir packen das Glas an die Fenster und dann machen wir noch eine Tür ins Haus. Oh yeah. Aber erst brauchen wir Tropenholz, um den Boden etwas auszu... Naja, wie soll man sagen? Fixieren. Also, zurück in den Dschungel. Yeah. Oh. Ey. Okay. Yeah, Ketterbefehl. Yeah, Haftketter. Nee, Hafthacker meine ich. Okay, ja, aha. Ja, ja. Ey, guck mal, ein großes Stadt, Alter, das ist Offenbach. Offenbach, Anarchie. Anarchie ist erst, wenn ich die Dorfbewohner abschlachte. Ja, Brudi, mach das mal, Alter, bester Mann. Ja, überhaupt kein Problem, Brudi. Ich bin immer gerne hier mit dir zusammen am Aufnehmen mit Haftbefehl. Ey, kein Problem, Alter. Haftbefehl immer gerne dabei bei der Let's Play, Alter, bester Mann. Ja. Ey, wo sind diese Hurensöhne? Ja, ich kann die auch nicht finden. Ey, du Hurensohn, find die Hurensöhne, Alter, du Hurensohn. Kannst du auch mal was anderes als Hurensohn sagen? Was hast du gesagt? Sorry, ich meinte Hurensohn, Hurensohn, Haftbefehl, Aslak Biji Biji, Hurensohn, Kurdistan, Biji Biji. Ah, du meinst, ob ich was anderes als Hurensohn sagen kann? Ja klar, Haftbefehl. Na, ich raste gleich aus. Ich finde ja Sushi Maru geil, aber ohne Scheiß, ich kriege derbe Kopfschmerzen gerade. Nicht wegen Sushi Maru. Einfach nur weil, boah, weil ich so behinderte Schultage habe und ich gleich echt daran verrecke. Verpiss dich, ey. Es gibt kein Tier, was so ein dummes Gesicht macht wie eine hässliche, fette Kuh. Ohne Scheiß, Leute. Wir müssen jetzt erstmal wieder in den Dschungel. In den Dschungel. Da ist auch unser Haus schon wieder. Nee, wir müssen an der Tür alles fernhalten. Gut. Yeah, Bibelrap, Alter. Wo ist eigentlich Haftbefehl hin? Oh, ich sitze hier immer noch, aber ich habe keine Lust mehr zu rappen. Was? Haftbefehl hat keine Lust mehr zu rappen? Nee, Digga, Alter, ich habe keine Lust, Brudi. Ist nicht so mein Ding. Was denn mit dir passiert, Alter? Du musst weiter rappen. Du hast Fans. Ja, gut, aber... stimmt eigentlich. Ja, Mann, Alter, bester Mann, Haftbefehl, okay. Yeah, Haftbefehl. Du musst aber was anderes sagen als Haftbefehl und Hurensohn. Okay, ich fange neuen Track an. Oh. Hurensohn, Haftbefehl, du Hurensohn. Ich fick dich, du Hurensohn. Hurensohn, Haftbefehl, Haftbefehl, fick dich, du Hurensohn, Hurensohn. Ja. Ah, Hurensohn. Du Hurensohn. Hahaha. Hurensohn, du Hurensohn, ich bin der Haftbefehl. Ich mach dich platt. Ach, guck mal, was du für ein hässlicher Bauer bist. Gut, das sollte es sein mit Haftbefehl. Danke, dass du mitgemacht hast. So, und jetzt machen wir mal ein bisschen weiter mit Let's Play Minecraft. Wir haben ja gerade ordentlich gerappt und zwar auf einem relativ niedrigen Niveau, sagen wir es einfach mal so. Ey, Alter, ey, was meinst du mit niedrigem Niveau, Alter? Soll ich dir mal sagen, was niedrig ist, Alter? Was denn? Ey, Alter, hier, niedrig ist, weiß ich nicht, aber niedrig, Digga. Ja gut, okay, das verstehe ich, das lasse ich mir auch äußerst höflich loben von so ziemlich allen, die ich kenne. Nein, Spaß. Oh Mann, es ist so ein trauriger Tag. Es sind viele Sachen geschehen. Das ist übrigens jetzt Musik gleich.
Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr begeistert und ich warte auch noch auf sehr viele Sachen, die noch kommen. Grand Theft Auto 5. Wow, es geht bald los. Ey, ich könnte jetzt schon meinen Schwanz in die Hand nehmen. Könnte rubbeln, bis die Wichse durch das ganze Zimmer spritzt. Und yeah. Ja, was denn, Leute? Ey, das macht jeder von uns, Alter. Erzählt keine Scheiße, also bitte. Wer von euch erzählt, ich hab's nicht nötig zu wichsen, Alter, ihr scheiß Nicht-Wichser. Fickt euch doch einfach. Ey, ohne Scheiß. Wenn man zu passivhaft ist, um zuzugeben, dass man sich ab und zu mal gerne einkult, dann ohne Scheiß. Bitte erhängt euch. Steht doch zum Runterholen und Porno gucken wie echte Männer. Ihr Lappen, Alter. Damit meine ich jetzt nicht die Leute, die es auch zugeben können. Aber ernsthaft so. Nee, ich wichs mir keinen, sowas habe ich nicht nötig. Was ist das überhaupt? Und das hörst du dann von 17-Jährigen. Boah, Alter. Geht mir das auf den Sack. Vor allen Dingen schützt es ja auch nur irgendwie in gewissem Maße vor Hodenkrebs, aber ist ja auch mal egal. Beziehungsweise Prostatakrebs. Wenn ihr euch täglich einen runterholt, ist das sogar gut. Aus medizinischer Sicht. Aber okay ist es auch, wenn es einmal in der Woche vorkommt. Wobei, ich will euch jetzt nicht zum Wichsen zwingen. Oder als Mädchen jetzt zum... Also an die Mädchen jetzt hier zu gucken. Das ist natürlich eh schon die Arschkarte für mich. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich schon eh, ich wäre eine perverse Missgeburt. Und da, ja, da habt ihr schon eure feste Meinung über mich. Das ist auch sehr schön. Von dir, dass Menschen heute auch so oberflächlich sind. Ich meine, du erzählst, dass du dir einen keulst. Die denken schon, du bist pervers. Hallo? Wer keult sich denn keinen? Jetzt war ohne Scheiß. Nur richtige Männer können zugeben, dass man sich da auch einkeult, ey, ja, ohne Scheiß. Wenn ihr das nicht könnt, dann ernsthaft, ey. Kauft euch ein Leben. Kauft euch einfach ein Leben. Dankeschön übrigens, dass ihr euch ein Leben kaufen wollt, jetzt wo ich das sage, wahrscheinlich. Nee, jetzt lassen wir wieder Tacheles reden. Wir sind auch wieder da bei Minecraft. Ich hoffe nicht, dass wenn wir uns jetzt hier einen Ofen basteln, dass jetzt die ganze Hütte abbrennt. Eigentlich wollte ich mir sogar 2 oder 3 machen. Ja, ich mache mir 3. So. Ja, gleich noch 2 Stunden Bio. Unsere Bio-Lehrerin, die ist richtig korrekt. Ich lobe immer Lehrer aufs Höchste in meinen Let's Plays. Bestimmte Lehrer. Es gibt auch Lehrer, über die ich sehr kritisch bei den Let's Plays rede, wo ich allerdings nicht so ins Detail gehe. Natürlich, das kann man ja natürlich auch nicht. So, ich lasse mir jetzt noch das Hühnchen hier. So, dann habe ich auch noch was zu futtern zwischendurch. Was könnte da unter anderem noch rein? Das wäre Verschwendung für ein Stück Fleisch. Glas haben wir genug. Oh, ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt mit der Tür machen soll. Die treten ja die Tür ein hier. Und auch das Dach, ey. Wie soll ich das bitte hinkriegen? So, noch eine Tür auf Lager für das Lager. Eine Tür auf Lager fürs Lager, natürlich. Gib ihm. Gib ihm einfach richtig hart an Hall. Ich pack da einfach mal Glas hin. Und dann basteln wir uns noch ein Bett. So. Und dann würde ich sagen, Bett könnten wir eigentlich, ja, ich sage mal, wir stellen das einfach mal hier hin. Ja. Gute Nacht. Miau. Oh. Time to change. Yeah, okay. Time to change. Ah, der Typ im verzauberten Bogen. Den will ich haben. Komm her, du Fickgesicht. Camper. Wichser. Alter. Alter. Alter, ich renn. Ich habe keine Möglichkeit, den Typen wirklich anzugreifen. Ja, bringt euch gegenseitig um, richtig so. Ja,
ich will deinen Bogen. Maufo. Ich habe keinen Bogen gekriegt. Spinnen greifen ja tagsüber nicht an, auch so eine geile Sache. Nee. Immer dieses Lachen auch von Peter Griffin, dieses nee. Boah, ohne Scheiß würde einer in echt so lachen. Ich glaube, ich würde den Typen umbringen. Meat. Ich habe ja eh nichts, womit ich die ködern kann, deswegen werde ich sie wahrscheinlich jetzt einfach jagen. Nee. Stirb. Ah. Ihr könnt auch ihr euch nicht schnell bewegen im Wasser. Ach, wie süß. Digga, wo seid ihr hin? Digga, hahaha, erwischt. Voll Headshot, Alter. Nja, nja. Nja, nja, nja. Jetzt trefft das Scheißvieh doch mal, ey. Boah, du bist auch so behindert einfach. Du schlägst ja auch 30 Minuten lang in die Luft und triffst einfach nichts. Es ist einfach so. Richtig traurig. Jetzt noch ein bisschen Holz hier farmen und dann direkt gleich wieder zurück zum Haus. Manche finden die Musik, die ich bei den Let's Plays verwende, ja richtig fetzig, manche hassen sie auch. Man kann sich da streiten, sag ich mal einfach. Man kann sich eigentlich wirklich bei allem streiten, das macht Spaß. Sehr viel Spaß, so offensichtlich, also den meisten, wie es scheint. Nein. Ja. Gut, so machen wir das. Dann haben wir hier in der Mitte zwei Dinger und dann können wir die... Gut, Lagerhaus. Können wir immerhin schon mal, hier hinpacken. Ey, Rappers.in, jo. Oh, bester Beat, Hoffbefehl, okay. Rappers.in übrigens die Seite. So, Quellenangabe direkt im Video. Dann kann ich mir das später sparen. Halt nochmal extra aufzulisten. Maufo, Truppenholz. Ja, Hauptsache 44, ne? 44 ist auch so eine hässliche Zahl. Das kennt sich ja schon an Vergewaltigung von Männern. An alle Vergewaltigungen. Ohne Scheiß, stellt euch mal vor, ihr werdet von einer Frau vergewaltigt. Ah, ist das geil. Ist das geil. Ich meine, Frauen, die einfach ankommen und sagen, ich will ficken. Was wünscht sich ein Mann mehr? Also jetzt sagen wir mal so ein, jetzt nicht unbedingt ich, aber die meisten, sage ich mal. Was wünscht sich ein Mann, der ganz normal denkt eigentlich? Ich denke jetzt komplett anders in der Beziehung, aber wünscht sich doch keiner mehr hier. Einfach ficken! Ba, 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 ba. Vor allem, wie stellt man sich das denn vor? Eine Frau kann doch einen Mann nicht dazu zwingen, sagen wir mal zu Sex. Ich meine, der Typ, der haut die Alte um. Es ist doch einfach so, wenn eine Frau einem Mann droht und den angreift und der Typ, der ist, sagen wir mal so, auf der Schiene, dass er sich dann auch wehrt, der boxt doch die Alte um. Die juckt den kein bisschen. Der macht die Alte einfach direkt zum Moos. Vor allem wird mich das, glaube ich, auch gar nicht interessieren, wenn da irgendeine Frau sowas sagen würde. Das wird mir, glaube ich, am Arsch vorbeigehen. Nein. Mann, du Knecht, Alter, bastel doch jetzt bitte hier was drüber. So. Ah. Jetzt können wir aber hier nicht mehr lang. Aha. Wobei, ja. So. Ah, nein. Ich muss doch hier noch hin. Ich muss doch hier noch hin, Digga. Kannst mir noch nicht antun. So. Jetzt erstmal schön das Dach noch zusammenbasteln. Oder wenigstens ein Teil des Daches. Hier könnten auch mal Pinguine rumrennen. Aber nee, die würden wahrscheinlich von Walrossen vergewaltigt werden, die da auch nicht vorhanden sind. In Minecraft gibt es einfach so viele Möglichkeiten mittlerweile durch Modifizierung. Und ist wirklich in Minecraft kommen gar keine Sachen mehr rein. Also ich meine Pferde, wow, wir haben Pferde dazu bekommen und Esel, Ey, ohne Scheiß, da müssen wir direkt erstmal Komasaufen machen. Müssen wir direkt feiern, ey. Hart feiern. Pferde und Esel.
mag ja diese Flachhäuser. Weil die einfach zu bauen sind. Und das mache ich jetzt auch einfach mal. Floch so wie deine Stirn, yeah. Ey, okay. Ja, aha, mhm, ja, nein, mhm, ja, aha. Okay, ja, mhm. Scheiß Bett. Ey, steht mir direkt im Weg, das olle Ding. Nee. Ach, Leute, ey, ich brauche noch ein bisschen Ruhe, bevor ich wieder in die Schule gehe. Ey, ohne Scheiß. Es ist geil aufzunehmen. In der Zeit, die man zu Hause ist, aber boah, ich brauch mal eben noch ein bisschen Freizeit, wisst ihr ja? So, dann sage ich ciao für diesen Minecraft-Part und bis zum nächsten. Tschüss.